Heute zeige ich dir, wie du in Logic und in jeder anderen DAW mehr Bewegung in langweilige Flächensounds bringst. Geht gleich los! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Was ich jetzt hier aber gleich vormache, kannst du in jeder anderen DAW auch genauso nachmachen. Ich zeige dir jetzt von Anfang an, wie ich das gemacht habe, und wir fangen an mit einem Synthesizer. Und das ist hier der Retro-Synth in Logic. Du nimmst einfach in einer anderen DAW einen ähnlichen. Ich war hier faul und habe ein Preset genommen, und zwar unter Pads das Lush Pad. Das klingt so. Ja, für so Sachen, wenn ich jetzt dieses Pad ein bisschen, nachher ein bisschen abhacken will oder zerhacken will, dann brauche ich ein bisschen weniger Release-Zeit. Und dann können wir hier noch gucken, was sich soundmäßig hier noch ein bisschen verbessern lässt. Es könnte auch ein bisschen dunkler sein für den Zweck. Ja, ich nehme mal hier einen anderen Filter. Gut, das reicht jetzt soundtechnisch für den Anfang erstmal, und dann spielen wir einfach ein paar Akkorde ein. Okay, arbeiten wir noch kurz ein bisschen nach. In dem Fall ist es ganz gut, wenn man alles quantisiert. Mache ich jetzt auf eine Viertelnote, und ich möchte auch, dass die Noten Legato spielen. Das kann ich hier oben machen unter Trimmen. Ja, dann können wir hier Legato erzwingen. Jetzt haben wir die alle Legato, und in dem Fall mache ich sogar so, dass es schön gleichmäßig ist, dass ich die Velocity-Werte, also die Notenlautstärke oder Anschlagslautstärke für alle jetzt gleich habe. Und dann klingt es so. Okay, holen wir uns mal einen Beat und legen den drunter. Ich nehme gerade den ersten, der hier angezeigt wird. Und den ziehe ich einfach jetzt auf die gleiche Länge. Ja. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt klingt. Okay, die erste Möglichkeit, um jetzt mehr Bewegung in dieses Flächenpad zu bringen, ist über ein Noise Gate. Das lade ich mir hier mal rein. Und dieses Noise Gate sidechainen wir jetzt ganz einfach mit dem Beat. Ja, das ist die einfachste Methode. Du hast in Logic hier das Noise Gate, das heißt in jeder anderen DAW auch. Jetzt kann ich hier als Sidechain meinen Two-Step-Spin-Beat nehmen. Genau. Das heißt, das Pad wird jetzt getriggert von diesem Noise-Gate. Ein Noise-Gate ist sowas, Gate heißt auf Deutsch Tor. Das heißt, ich kann jetzt bestimmen, wann hört man dieses Pad und wann hört man es nicht. Das kann ich über diese Threshold bestimmen. Und getriggert wird dieses Noise-Gate über den Beat. Ja, wenn ich jetzt die Threshold runterziehe, dann wird dieses Noise Gate irgendwann getriggert und es wird zerhackt, oder er klingt nur noch dann, wenn ich das Tor aufmache. Ja? Reduction ziehe ich ganz runter, weil ich möchte, dass nichts ertönt, wenn tatsächlich der Trigger kommt. Und jetzt probiere ich einfach mal rum. Das heißt, ich ziehe die Threshold jetzt runter. Ja, das heißt also, als erstes musst du, wie gesagt, bei so einem Noise Gate, ist jetzt egal in welcher DAW, die Reduction ganz nach unten ziehen, ja, damit es wirklich zu ist, auch das Gate, wenn der Trigger einschlägt, ja, egal was für eine Quelle es jetzt ist, und dann gehst du mit der Threshold so weit nach unten, bis du hörst, dass das Pad getriggert wird. Über Attack, Hold und Release kannst du dann bestimmen, wie lang das Tor offen ist. Also wie schnell es aufgeht. Über Attack die kürzeste Zeit, in der es offen ist, über Hold, und wie lange es braucht, um wieder zu schließen, über Release. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Du spielst einfach ein bisschen damit rum, bis du die Rhythmik hast, die dir gut gefällt. Ja? Wenn ich alles auf Null ziehe, klingt es sehr spitz und sehr knackig und sehr, sehr trocken. Also deswegen ist es immer besser, wir machen hier ein bisschen auf, hold auch ein bisschen auf, so ja, 20, 30, je nach Anlass, sage ich jetzt mal, und release auch ungefähr so. Okay, soweit, so gut, alles verstanden. Dann gibt es jetzt natürlich noch die Möglichkeit, dieses Pad über MIDI zu triggern. Der Vorteil dabei ist, dass ich jetzt hier bei diesem Beat
natürlich an diesen Beat selber gebunden bin. Das heißt, ich kann es nur in der Rhythmik spielen lassen, in der der Beat auch erklingt. Ich könnte mir jetzt einen anderen Beat raussuchen, aber wenn ich das wirklich, wenn ich wirklich eine Rhythmik selber individuell bestimmen möchte, dann ist es besser, ich mache das über MIDI. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt gleich. In dem Fall habe ich mir jetzt einfach ein Drumkit aus dem Drumkit Designer geholt. Das ist völlig wurscht, was du da jetzt für ein Instrument nimmst. Es geht nur darum, dass du irgendein MIDI-Instrument oder Software-Instrument nimmst, mit dem du MIDI-Events einspielen kannst. Und ich habe jetzt einen Rhythmus eingespielt, in dem ich möchte oder mit dem ich möchte, dass dieses Pad getriggert wird, und der klingt solo so. Also ich habe das über die Hi-Hat hier eingespielt. Okay, also einfach über die Hi-Hat hier eingespielt, über dieses Drumkit. Du kannst es auch mit irgendwas anderem machen, ist egal, irgendein perkussives Instrument. Ja, alles, was ich jetzt machen muss, ist wieder mein Noise-Gate hier einsetzen. Und diesmal suche ich mir die Triggerquelle raus. Wieder, und das ist in dem Fall ein Instrument, ja, Instrument 2, siehst du hier oben, das ist das. Und jetzt wird das Pad getriggert mit dieser Hi-Hat, die ich hier eingespielt habe. Hören wir uns mal an, wie das jetzt klingt. Ich fahre wieder die Threshold runter, Reduction machen wir auf 0 und dann schauen wir, dass wir Attack, Hold und Release so einstellen, dass es gut klingt oder so klingt, wie wir möchten. Also wenn du mit Hold, Release und Attack so rumspielst, dann kannst du so ein bisschen einfach die Länge bestimmen, wie lang das Gate offen bleibt und dann diesen Groove bekommen von dem Pad, den du haben möchtest. Ich schalte jetzt einfach, das kann ich jetzt auf stumm schalten hier, dann habe ich so eine Art Ghost-Trigger, also diese Hi-Hat triggert zwar das Gate, über das Flächensound getriggert wird, aber du hörst es nicht, ja. Ja, da musst du so ein bisschen rumspielen, auch mit der Threshold, dass er wirklich alles nimmt, was du eingegeben hast an Rhythmus. Und wenn ich jetzt die Hold-Zeit zu weit hochdrehen würde, würde er auch die schnellen Hi-Hat-Figuren nicht mehr nehmen. Was wir jetzt noch machen können, ist natürlich einen passenden Beat und einen Bass drunter zu legen. Und dann klingt die Sache schon ganz interessant. Ich mach mal das Noise-Gate nochmal aus, dass wir nochmal an der Grundeinstellung sind hier. Jetzt mit Noise geht. Somit bekommst du mit wenigen Handgriffen mehr Bewegung in deine Flächensounds. Wenn du mit Logic arbeitest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da zeige ich dir 10 Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst und ein paar wertvolle Shortcuts. Wenn du Tipps hast oder wenn du für mich einen Tipp hast, wie man Flächensounds interessanter gestalten kann, was für Möglichkeiten es noch gibt, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über neuen Abonnenten, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!